So wie die Kommunalwahl immer die zu Unrecht als die kleine Wahl gilt, so galt die europäische Wahl zu Unrecht schon immer als die ferne Wahl. Ach, das sind irgendwelche Bürokraten, die sich über Gurkenkrummen Gedanken machen. Was geht mich das an? Mit dieser Lässigkeit ist man häufig mit der Europawahl umgegangen. Aber in einer Zeit, wo sich so vieles neu ordnet, in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, ist das, was vorher schon falsch war, jetzt erst recht politisch falsch. Denn die europäische Wahl entscheidet darüber, ob Politik wieder eine Handlungsfähigkeit gewinnen kann. Und diejenigen, die Europa zerstören wollen, die wieder in den Nationalstaat, in den Nationalismus zurück wollen, die die Grenzen dicht machen wollen und die Mauern hochziehen wollen, die kämpfen für die Handlungsunfähigkeit von Politik. Der Populismus braucht die Krise. Die gestalten wollenden Parteien, diejenigen, die die Klimakrise ernst nehmen und die Antworten geben, die digitale Großunternehmen endlich besteuern wollen, die das Artensterben stoppen wollen, die sowas Ähnliches wie idealistische Außenpolitik noch als Vision vor sich hertragen, vielleicht an Frieden glauben, die müssen für die Lösungskompetenz streiten, die müssen dafür sorgen, dass Europa weltpolitikfähig wird, die müssen Antworten geben und diese Antwort heißt, europäisch zu wählen, größer zu denken, größere Antworten zu geben. Wer das zerstören will, zerstört das Mandat für Politik. Deswegen kämpfen wir mit der Europawahl dafür, dass Politik wieder Vertrauen genießt, dass eine Demokratie handlungsfähig wird und dass wir auf die großen Antworten unserer Zeit politische Antworten geben, die so groß sind wie die Herausforderungen. Wenn es richtig ist, dass die Gesellschaft aufgebrochen ist, wenn es richtig ist, dass wir in dieser Umbruchphase, in der wir uns befinden, noch suchen, um die richtige Konstellation, wie sich Politik materialisieren soll, um die richtigen Ebenen, kommunalpolitisch wie europapolitisch, so ist eins doch klar. Die Zeit des Abwartens und Rumsitzens ist vorbei. Dass wir die Jugendwahl so gewonnen haben, dass wir 2,5-mal so stark sind wie die nächstfolgende Partei. Das ist ein Vertrauensvorschuss, nicht mehr. Es ist ein einziger Vertrauensvorschuss an uns und an die Politik, den wir nicht enttäuschen dürfen. Und dieser Vorschuss heißt, hört endlich auf, alles in die ferne Zukunft zu verschieben, handelt in der Gegenwart. Das ist das Mandat von Fridays for Future, dem wir nicht ausweichen dürfen. Und wenn ihr es... Ich halte es politisch inzwischen für eine regelrechte Falle, wenn sich Großkoalitionäre schon wieder darüber streiten, ob sie 2040 oder 45 oder 50 eine Vision von einem emissionsfreien Europa haben. Das ist völkerrechtlich längst entschieden, und zwar nicht von den Grünen, sondern von diesen Parteien, die jetzt regieren. Was wir jetzt brauchen, ist den sofortigen Einstieg in eine andere Politik. Die entscheidende Frage ist nicht, wann das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, sondern wie schnell und wie viele jetzt in diesem Jahr und in den nächsten 2 Jahren abgeschaltet werden. Und wir sollten aufhören, uns da in die Irre leiten zu lassen.